Hallo Leute, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich lasse dir noch eben austrinken. Hey, du. Und dann gehe ich mit Bartok endlich auf die Jagd. Los geht's. Was ist denn wir zu... Das kennen wir jetzt alles schon. Na gut. So, und hier bitteschön 50 Goldstücke. Hier sind sie. Und los geht's. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Wahrscheinlich mehr als uns lieb sind. Ups, da habe ich abgebrochen. Tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, lass uns Wildschweine jagen. Aber das kommt ja erst im dritten Teil, den ich vielleicht spielen werde. Ich habe mein definitives Nein zu Gothic 3 auf einen vielleicht Adanos abgeschwächt. Aber sah, dass so nichts. Denn ich habe gelesen, dass der dritte Teil, der am Anfang so von unzähligen Bugs geplagt wurde, wohl mittlerweile endlich spielbar sei. Oder seit einiger Zeit oder nach einiger Zeit spielbar gepatcht wurde. Und deswegen überlege ich mir das vielleicht nochmal, ob ich nicht Gothic 3 doch noch spielen will. Meine Güte, heute ruckelt das aber. Und immerhin, ne, Bartok geht auf der richtigen Seite raus. Das finde ich super. Ich ziehe schon mal meine Waffe. Sicher ist sicher. Oh, sehr schön. Ich kriege die Erfahrung. So habe ich mir das vorgestellt. Bartok erledigt die Drecksarbeit. Und ich kriege die Erfahrung. Yeah. Wahrscheinlich kann ich auch gleich die Waffe hier wegstecken. Doppelpilze. Geben Mana. Und jetzt, da ich ja Magier werde, werde ich das Mana auch gebrauchen können. Die Stärke dafür ein bisschen weniger. Aber hey, was soll's. Habe ich halt Äpfel zu essen. Jetzt gleich. Schon wieder. Oh mein Gott, so viele Wölfe. Das ist Junge. Nein, das sind richtige Wölfe. Hilfe. Bartok, mach keinen Unsinn. Ich brauch dich noch. Aber ich muss sagen, im ersten Teil waren die Wölfe stärker. Da haben die auch 90 Erfahrung. What? Bartok ist tot, oder was? Wie jetzt? Bartok ist tot. Hey! Ich dachte nicht, dass er da so einfach draufgehen kann. Er hat ja noch sich darüber beschwert, dass Bosper ihn nicht besser entlohnen wollte, weil es da draußen so gefährlich sei. Oder ist er einfach abgehauen? Sehe ich ihn nur gerade nicht. Nee, da liegt er, Bartok, der Arme. Oh je, das tut mir leid. Das wollte ich so nicht. Ah, meine Güte. Was mache ich denn jetzt? Aber hier sollte doch angeblich der Ork irgendwo sein, ne? Ich brauche erstmal 50 Lebenspunkte. Hier hole ich mir schon mal 30. Und dann esse ich noch zwei Fische hinterher, um den Käsegeschmack loszuwerden. Überdecke ich den ganzen Geruch mit Fisch. So macht man das ja, ne? Hui, nee, das ist der Anfang der Folge. Jetzt ist Bartok leider tot. Sehr schade. Und ich habe schon letztes oder vorletztes Mal nach Valentino hier wieder neu geladen. Das ist eigentlich was ich nicht tun wollte. Oder genauer gesagt nicht tun möchte. Höre ich da einen Ork? Ich dachte, da wäre gerade was hinter mir gewesen. Blutfliegen. Ah, ein Schattenläufer. Hilfe. Nee. Was zur Hölle? So viel dazu. Ja. Nee, lass mal. Ich glaube, ich muss den Wald nicht weiter alleine erforschen. Zumal Bartok jetzt halt irgendwie tot ist. Was mir immer noch ein bisschen Angst macht. Dass der da so einfach sich umgelegt hat oder hat umlegen lassen von den Wölfen. Nichts zu holen. Ja gut, die habe ich schon ausgenommen. Da ist ja. Nichts zu holen. Das finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Auch von dem Spiel, dass es mir einen Begleiter an die Seite gibt, der halt nicht mal annähernd stark genug ist, um hier wirklich was zu reißen. Naja. So kann es gehen. Habe ich denn da jetzt... Nee, ne? Enkorinus? Nee. Bartok?
Nee. Das war wohl kein richtiger Quest, weil wenn es eine Quest gewesen wäre mit Bartok, dann hätte ich die jetzt ja wohl spätestens jetzt mehr nicht mehr abschließen können. Und da vorne ist eine Ratte. Ne, sogar mehrere. Na, bleibst du da? Ah, wie die einfach wieder nur einen Schlag gebraucht hat und die hier, keine Ahnung, fünf oder so. Ah, wie kann das sein? Und mir fehlen 30 Lebenspunkte. Und warum ruckelt das gerade so? Warum? 12, 12... 12 und 12 macht 24 und ein Apfel gibt 3. Macht zweimal dann die fehlenden 6. Wunderbar. Hier ist nichts mehr. Ich dachte, hier käme ich vielleicht zum Steinkreis hoch, aber nein. Dann ist der Steinkreis wohl weiter hinten bei Lobart. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe die anisotrope Filterung angeschaltet. Zwischen der letzten Folge und dieser. Um die Texturen, die doch in der Entfernung am Boden ein bisschen verwaschen sind, noch ein bisschen weiter aufzuhübschen. Das ist, ja, kann ich mir problemlos erlauben, weil hier die Framerate sowieso CPU-limitiert ist bei mir. Die Grafikkarte ist sowieso unterfordert. Wow, Feldräuber! Nur einen bitte, nur einen, nicht zwei. Krieg ich die einzeln auseinander? Nicht von hier direkt, ne? Vielleicht, wenn ich von hier drüben hingehe, dürfte ich nur den einen kriegen. Nämlich den da. Da liegt ein Beutel unter den Steinen. Den schnappe ich mir gleich. Hinter mir ist der. Oh, das war ja einfach. Hier, ein Beutel und ein Schalter. Was tut der? Nichts. Na gut. Dann tut er eben nichts. Sehr schön. Und liegt Feldknöterich. Nein, ich brauche keinen Feldknöterich. Ich brauche Kronstöckel. Wo finde ich Kronstöckel? Ist ja noch ein Gegner. Ich höre Rascheln. Aber hier ist nichts mehr. Kronstöckel. Da ist nichts zu holen. Hallo? Kronstöckel? Vielleicht irgendwo direkt bei den Steinen? Das ist nur der Schalter. Vielleicht hier drüben. Aber wo ist denn hier der Kronstöckel? Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier extra rausgelaufen bin nach dem Tipp, nur um nichts zu finden. Das fände ich ja eher so mäßig gut. Naja, ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Oh, was haben wir da? Eine Steintafel. Ah, und Kronstöckel. Haha. Na gut, ich bin überzeugt. Ich nehme alles zurück. Steintafel der Lebensenergie 1. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Ah, richtig. Steintafeln geben ja auch einmalige Boni. Moment, Weidenbeere wollte er nicht, oder? Das fände ich jetzt ärgerlich. Nee. Goblinbeere war es. Damit dürfte ich alles haben, oder? Ne, Moment. Das eine, die Feuernessel hat mir noch gefehlt, ne? Feuerkraut, Feuernessel. Was war das letzte? Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Dann fehlt mir die Feuerwurzel. Ansonsten dürfte ich alles haben. Ich schau lieber nochmal drüber, um sicher zu gehen. Aber ich meine, ich habe alles. Also die Heildinger habe ich. Goblinbeere, Drachenwurzel, Silberkraut, Fell. Ja, ich habe alles. Mir fehlt nur noch die Feuerwurzel. So, wo kriege ich jetzt diese Feuerwurzel her? Nein, da speichern die 10. Ich habe mir fest vorgenommen, hier in Gothic 2 die Safe Games, die Slots alle auszunutzen. Weil ich ja im Einser schlechte Erfahrung gemacht habe, dass manche Safe Games einfach nicht laden. Der Zweier scheint diesbezüglich um einiges stabiler zu sein, aber sicher ist sicher. Sie basieren letzten Endes auf der gleichen Engine
Und wenn ich schon mal hier bin, schaue ich mal, ob es was Neues beim Bauern gibt. Du. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Na, okay, das kennen wir schon. Hat die Frau nicht irgendwas? War da nicht noch irgendwas bei der Frau? Ich glaube nicht, oder? Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile irgendwas Neues. Hey. Nö. Moment, ah, hey. Ich krieg doch was zu essen hier, genau. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Yeah, danke schön. Ein Eintopf. Für Umme. Hehe, weil ich ihr die Pfanne besorgt habe. Gut. Die Bauern wohl wissen, wo ich Feuerwurzel finde? Ich glaube nicht. Da links im Wald traue ich mich auch nicht hin. Naja, ich weiß ja immerhin... Weidenbeere? Die wachsen hier so? In der Luft? Okay. Nehme ich mal mit. Kann ich mich heilen. Da drüben gibt es wahrscheinlich Kräuter, aber irgendwie habe ich da keine Lust drauf. Das hat mir doch ein bisschen zu schaffen gemacht, dass Bartok da einfach umgelegt wurde. Halt! Was? Wollte dich nur mal ansehen. Sieht aus, als ob du Geld hättest. Kannst reingehen. Wollte mich nur mal anhalten? Was war das denn? Und was ist, wenn ich die Rüstung nicht anhabe? Dann geht's. Lass mich in Ruhe. Okay. Komisch. Gut. Das heißt, ich brauche noch ein... Gold. Eine Feuerwurzel. Und die dürfte es wohl da hinten geben, bei dem anderen Stadttor. Da, wo der Constantino immer seine Kräuter sammelt. Aber ich denke mir, ich kann ja auch außenrum dorthin gehen. Ich muss ja nicht durch die Stadt durch. Das wäre langweilig, das kennen wir schon. Und deswegen gehe ich stattdessen hier durch den Graben. Und meine Güte, gibt es hier viele Heilpflanzen. Ich schätze mal, die sind dafür da, wenn die Wache einen nicht durchgehen lässt. Am Anfang des Spiels, dass man hier seinen Kräuterbüschel sammeln kann. Nach dem Tipp von Lester. Damit einen die Wache durchlässt, weil dafür braucht man ja 10 von einer Sorte. Silberner Ring. Macht er irgendwas? Nö. Aber er ist teuer. 120 Gold. Sehr gut. Was heißt, den kann ich verkaufen? Und dann habe ich ein bisschen Geldsorgen weniger. Hoffentlich. Uiuiuiuiui. Das sieht tief aus. Ich glaube, da möchte ich nicht runter. Komme ich darüber? Wahrscheinlich würde das funktionieren, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und kletter hier hoch. Das klappt doch, oder? Komm schon. Du kannst doch wohl da hochklettern. Die 2 Meter? Ja. Geht doch. Gibt's hier oben noch irgendwas? Vielleicht dahinter? Ich glaube, hier war ich noch nie. Hier scheint aber irgendwas zu sein. Ah, Butlerfleisch. Das sind die großen Pilze, die, glaube ich, 15 Lebenspunkte heilen. Sind's 15? Ich weiß nicht. Yep, 15. Und ein Blauflieder. Und ein... ein Holzstamm, durch den man einfach durchlaufen kann. Ein Baumstamm. Hui. Ja, jetzt fehlt mir nur noch ein Kraut. Felle habe ich ja für Bospa, oder wie viel brauche ich da? Felle für Bospa. 6 Wolfsfelle. Oh je, habe ich da genug? Ich glaube ja, ne? Genau 6. Oh, das waren wohl tatsächlich die Wölfe, die genau dafür gedacht waren. Allerdings frage ich mich dann schon ein bisschen, warum Bartok da einfach drauf geht. Ehrlich gesagt. Ich fühle mich hier nicht wohl mit dem Gedanken, dass hier nebenan so ein riesiger Abgrund lauert, den ich runterfallen könnte. Yep, genau der hier. Deswegen laufe ich immer ein bisschen langsamer lieber. Vor allem dann, wenn ich gerade durch den Busch durchgehe und entsprechend nicht mehr sehe, wo ich gerade laufe. Aber jetzt bin ich hier, glaube ich, durch. Und ich weiß nicht, ich bin außerhalb der Stadt. Ich speichere lieber nochmal. Irgendwer meinte ja auch, hier wäre es gefährlich. Weiß gar nicht, wer das war. Hör ich da einen Wolf? Feuerwurzel! Yeah, wer sagt's denn? Wolf? Kommt der her, oder? Was macht der?
Mir scheint, der kommt nicht her. Soll mir recht sein. Ich muss jetzt nicht mich mit einem Wolf anlegen. Ich hatte genug Wölfe vorhin. Was tun die denn da alle? Ich höre die doch. Uah! Na komm her. Vor allem, wieso alle? Nee, ist nur einer. Zum Glück. Aber ich muss sagen, ich finde es angenehm, dass man hier schon so früh im Spiel mit einem Wolf sich anlegen kann. Im ersten Teil habe ich ja da ewig gebraucht. Also, ich habe es nicht gemacht, aber da waren die Wölfe um einiges stärker. Haben mir auch 90 Erfahrung gegeben, statt nur 60. Also sind die Wölfe hier um einiges schwächer als im ersten Teil. Finde ich sympathisch. Dafür gibt es wahrscheinlich andere Gegner, die um einiges stärker sind. Hey, hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Naja, so weit draußen. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Das finde ich gut. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ist das Schutzgeld oder kann ich Nein sagen? Ich denke drüber nach, ja. Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Dankeschön, ich dir auch. Ah, die lassen mich einfach so rein. Interessant. Ja, armer Bartok. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Hast du jetzt irgendwas Neues? Nee, ne? Gut, ich glaube, ich habe alle Kräuter für Konstantino zusammen. Genau, das wollte ich ja ursprünglich tun. Und ich habe die Felle für Bosba. Genau, mal kurz rekapitulieren. Ich brauche noch die Ork-Waffe für Harad. Oder ich müsste mich mit Torben gut stellen. Denn es darf ja einer nicht zustimmen. Die Frage ist, ob ich Torben jetzt, nachdem ich das Gold so abgenommen, seiner Tochter abgenommen habe, oder seiner Nichte, glaube ich, abgenommen habe, ob ich seine Zustimmung noch... Ah ne, die habe ich ja schon mit dem Segen. Stimmt. Blödsinn. Was rede ich denn? Ist ja alles gut. Ich habe ja schon die Zustimmung von allen außer einem. Gleich, jedenfalls. Also, hier, bitteschön. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Ich will woanders anfangen. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Oh. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Man Bartok nicht. Zeig mir deine Ware. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mit ihm darüber reden kann. Weil das immerhin sein letzter Kollege war. Da ich auf absehbare Zeit erstmal noch nicht Magier werde, weil ich erstmal noch die ganzen Söldner-Quests machen will, werde ich mir hier erstmal noch tatsächlich diesen Gürtel dazu holen. Und dann kann ich ja mal schauen, da brauche ich zum Beispiel nur eins von. Kurzbogen, Schürhaken brauche ich sicher nicht. Die Nagelkeule bleibt eine Ersatzwaffe und den Langbogen kann ich, ja, hebe ich mir mal auf, wobei werde ich als Magier werde ich keinen Bogen brauchen. Das heißt, das kann ich alles hergeben, wobei ich die Pfeile wieder behalten werde, wie im ersten Teil, als Währung für alle Fälle. Aber den Bogen werde ich nicht brauchen, einfach weil ich als Magier selber schon Fernkämpfer bin. Bürgerkleidung brauche ich nicht, ich behalte mal die Lederkleidung. Ein Hammer sollte reichen. Silberner Ring, Säge, brauche ich alles nicht. Hier, noch ein Wolfsfell für dich. Oder brauche ich das noch irgendwann? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann werde ich jetzt mal noch
diesen Lederbeutel ausnehmen. Vielen Dank. Und jetzt habe ich 5 Stärke weniger. Aber dafür dürfte ich dann gleich 35, 30 haben. Genau, 35, 30. So habe ich mir das gedacht. Zeig mir das. Und den Stärkegürtel brauche ich dann auch nicht mehr. Oder kann ich jetzt die Waffe nicht mehr führen? Doch, ne? Die braucht nur 10 Stärke, stimmt. Dafür habe ich jetzt halt nur noch 20 Stärke. Das ist das rostige Schwert, das will ich eh nicht. Das Wolfsturm ist tatsächlich besser. Das nächste, was ich lohnen würde, wäre die Axt. Nee, brauche ich erstmal nicht. Ich will ja nicht wirklich gut kämpfen können. Wobei, doch, ein bisschen eigentlich schon. Ich schaue mal, ob ich nicht mal mit Harald reden kann, ob ich vielleicht eine kleinere Aufgabe kriegen kann. Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rücken. Mehr Ärger kann aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Hakon, der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Alles klar, das ist doch schon mal eine deutlich angenehmere und machbarere Aufgabe. Und jetzt werde ich aber erstmal mich nochmal kurz heilen. Nochmal 20 Lebenspunkte, die ich brauche. Zum Beispiel einen Eintopf von... Wow, das lohnt sich. 20 Lebenspunkte auf einmal. Sehr gut. Sollte ich mir merken, dass ich bei der Bauersfrau da draußen den Eintopf kriege. Jetzt aber erstmal werde ich die Folge beenden und beim nächsten Mal dann Konstantino die Kräuter abliefern und dann mal schauen, ob ich die bösen Banditen finde und zur Strecken bringen kann. Jo, bis dahin, ne?